100.000 Euro. Um diese Summe wurde Luca Thiel betrogen. Von angeblichen Immobilienmaklern. Der Student steht vor einer Katastrophe. Ich habe die Wohnung gekündigt und theoretisch bräuchte ich ab nächsten Monat eine neue Wohnung. Und die Konsequenz ist, dass ich dann im schlimmsten Fall auf der Straße sitze und ohne Obdach dann dastehe. Ja. Die Masche der Betrüger ist perfide. Über ein Wohnungsportal bieten sie eine Mietswohnung zur Besichtigung an. Die Wohnungsbesichtigung läuft völlig kontaktlos. Luca soll sich den Schlüssel aus einer Box nehmen, die an einem Fahrradständer vor dem Haus befestigt ist. Nach der telefonischen Zusage unterschreibt er den Mietvertrag und soll die erste Monatsmiete sowie einen gewissen Abstand überweisen. Bis dahin alles in Ordnung, doch dann der Schock. Ich habe dann tatsächlich 2 Tage vor Weihnachten dann eine E-Mail von denen an dem Abend. Vor der Wohnungsübergabe bekommen, am späten Abend, dass das mit der Wohnungsübergabe nichts mehr wird, weil die angeblich Opfer von einem Betrug geworden sind. Angeblich hätte sich der tatsächliche Eigentümer bei denen gemeldet und da haben sie dann gesagt, dass das aber kein Problem ist, sie würden mir das Geld überweisen. Doch die Überweisung bleibt bis heute aus. Dass die Betrüger Profis sind, wird deutlich, wenn man sich die Homepage anschaut. Die Seite sieht wirklich gut aus und die Täter haben ja einfach nichts anderes gemacht, als sich bestehende Seiten anzuschauen und die entsprechend abzukupfern, einfach zu kopieren. Das heißt, da gibt es in der Tat erstmal keinen Indikator, keine Alarmglocke an der Seite selbst. Die Fotos des Portfolios sind Stockfotos, die Namen offenbar erfunden. Die Fotos der Ansprechpartner führen in der Rückwärtssuche zu einem Berliner Unternehmen, welches bereits Anzeige erstattet hat und unerkannt bleiben möchte. Wir haben Gerststeiger mit den Vorwürfen konfrontiert, doch unsere E-Mail wurde nicht beantwortet. Die Masche des kontaktlosen Wohnungsbetruges ist der Polizei bekannt. Gerststeiger ist bei uns im Dezember 2023 zum ersten Mal aufgetaucht. Also ich spreche jetzt von Frankfurt. Allerdings ist uns bekannt, dass in anderen deutschen Großstädten, wo eben ähnlicher Wohnungsmangel herrscht wie in Frankfurt, auch Gerststeiger schon mal als Immobilienverwaltungsfirma aufgetreten ist. Wir stehen in Kontakt mit den Kollegen in ganz Deutschland, um eben ein Netzwerk von Ermittlungen auch aufzubauen. Da die Wohnung renoviert und in einem Top-Zustand war, gab es für Luca auch erst einmal keinen Grund zur Skepsis. Es gab so vereinzelt, finde ich, Dinge, wo ich kurz drüber nachgedacht hatte, wie die Ablöse von dem Fußboden. Aber dann gab es immer wieder Momente, wo ich dann Erklärungen dafür finden konnte. Das war die kontaktlose Wohnungsbesichtigung, aber die Begründung war Corona. Das ist halt so verbreitet gewesen, das wurde damals so gemacht. Oder die Ablöse für den Boden, das ist auch ein bisschen, normalerweise übernimmt man ja Schränke oder eine Küche oder sowas. Aber ich war ja in der Wohnung und habe gesehen, dass die renoviert wurde. Wir wollten wissen, ob die Nachbarn etwas mitbekommen haben. 2-mal waren wir vor Ort. Doch vor der Kamera wollte keiner mit uns sprechen. Man sagte uns nur, dass auffällig viele Menschen alleine zur Besichtigung kamen. Wir raten jedem vorab, bevor eine Wohnungsbesichtigung nicht gelaufen ist oder man auch niemanden persönlich getroffen hat, keine persönlichen Daten oder sensible Daten zu übersenden und vor allem auch keine Geldüberweisungen an Personen tätigen, die man nie im persönlichen Leben getroffen hat. Wenn Luca bis Februar keine neue Wohnung findet, muss er seine Möbel einlagern und wieder zu seinem Vater nach Schmitten ziehen. Er selbst hat keine Hoffnung mehr, dass er die 4.000 Euro noch einmal wieder sieht.